Für heute Abend hatten wir uns vorgenommen, über diese Dieselaffäre zu verhandeln. Die Sachlage ist ja weithin bekannt. VW, aber nicht nur VW und andere große Autokonzerne vergiften die Umwelt mit ihren Selbstzündern, mit ihren Dieselfahrzeugen um ein Vielfaches mehr als die staatlichen Grenzwerte erlauben. Um den Vorgang zu vertuschen, wurde eine Betrugssoftware erfunden. Millionen von Kunden, erfährt man, haben also Autos gekauft, die über keine gültige Straßenzulassung verfügen, weil diese Autos die Werte, die zugesichert und verlangt sind, einfach nicht einhalten. Das ist für einen deutschen Vorzeigekonzern sehr viel kriminelle Energie. Und das ist beachtlich. Aber mindestens genauso beachtlich ist die Art und Weise, wie der Staat mit dieser Sache umgeht. In den USA ist dieser Betrug aufgeflogen. VW zahlt für den Rechtsbruch 23 Milliarden Dollar. In der EU, speziell in Deutschland, wird nicht mal eine Nachrüstung von diesen Autos verlangt oder gar ein Schadensersatz für die Kunden erwogen. Oder, was man ja bei einem Rechtsbruch dieses Ausmaßes erwarten sollte, eine Strafe verhängt, ein Verfahren durchgeführt. Nichts von alledem. Stattdessen hat die Politik einen Autogipfel anberaumt mit dem ausdrücklichen Ziel, um neues Vertrauen in die Autoindustrie zu werben. Das ist schon ein beachtlicher Umgang mit einem Konzern, der auftritt, wie wenn er eine kriminelle Vereinigung wäre. VW ist da mutiert vom Täter zum Opfer und es wird am Image von VW gearbeitet. Das ist die Sachlage. Wie konnte es zu alledem kommen? Auf diese Frage zirkulieren gleich zwei öffentliche Erklärungen, die sich allerdings auch gehörig widersprechen. Die eine Auffassung sagt, der Staat hat einfach nicht aufgepasst. Der Staat wird dargestellt wie ein ahnungsloser Externer, an dem das ganze Geschehen irgendwie vorbeigegangen ist. Er hat eben nicht aufgepasst. Nimmt man mal diesen Seufzer für sich, dann wirft ja schon der kein schönes Licht auf diese Wirtschaft. Denn wer danach ruft, dass der Staat aufpassen muss, damit die Vergiftung nicht überhand nimmt, der geht ja offenbar davon aus, dass die Wirtschaft auf sich gestellt nichts dafür tut, die Gesundheit der Leute von solchen Wirkungen freizuhalten. Nur deswegen braucht es dann Aufsicht. Also der Staat hat nicht aufgepasst, diese Sehnsucht, dieser Seufzer, der zeugt von keinem guten Urteil über diese Wirtschaft. Andererseits ist es überhaupt haltbar, die Sache so abzubuchen, der Staat hat nicht aufgepasst. Immerhin ist ja bereits die Existenz der ganzen Grenzwerte, die da um den Faktor 30, 40, 50 überboten worden sind, ein Beleg dafür, dass der Staat sehr wohl aufpasst, Vorgaben macht, gar nicht im Abseits steht, sodass alles an ihm vorbeigegangen wäre. Also diese erste Auffassung versucht, den Staat aus der ganzen Affäre abzutrennen. Er hat nicht aufgepasst, wie wenn er ein externer Faktor sei, an dem alles vorübergegangen ist. Es gibt eine zweite Auffassung, die das Verhältnis einfach umdreht. Da wird gesagt, das ganze Desaster rührt daher, dass Staat und Autoindustrie unter einer Decke stecken.
die viel zu große Nähe des Staates zur Automobilwirtschaft, das ist das eigentliche Übel. Während in der ersten Erklärung der Staat von der Wirtschaft abgetrennt wird, als hätte er damit nichts zu schaffen, wird in der zweiten Auffassung so argumentiert, wie wenn Staat und Wirtschaft Hand in Hand arbeiten, in einem Boot sitzen und als würde zwischen beide kein Blatt passen. Das kann auch nicht die Wahrheit sein. Denn Grenzwerte, von denen ist ja immer die Rede, das sind Vorgaben, die macht ein Staat auch gegen die Industrie. Grenzwerte, die staatlicherseits erlassen werden, sind nichts, was die Industriellen von sich aus gewünscht hätten, gar eingeführt hätten. Es macht Kosten, solche Grenzwerte einzuhalten, und die will man meiden. Diese beiden merkwürdigen Theorien, den Staat einerseits zu exkulpieren, er hat nichts zu schaffen mit dieser ganzen Industrie, und ihn andererseits einfach zu identifizieren mit dem Wirtschaftsgetriebe, die hauen beide nicht hin, sodass ich mal in einem ersten Ausblick über das wirkliche Verhältnis Staat und Autoindustrie, über die Kooperation zwischen beiden, ein paar Argumente anbieten möchte. Und dann im zweiten Gang ein Übergang zum Weltmarkt, zu den USA und zu dem Ort des Geschehens, wo der ganze VW-Betrug ja aufgeflogen ist. Zunächst also zur Kooperation zwischen Staat und Autoindustrie. Der gesellschaftliche Bedarf an Mobilität ist nicht eine Erfindung diverser Privater, sondern im Wesentlichen bestimmt durch den kapitalistischen Bedarf einer Marktwirtschaft und ihrer Betriebe. Da gibt es auf der einen Seite den Bedarf von Unternehmungen am Warenumschlag. Billig und zeitnah wollen sie alle beliefert werden, am besten noch just in time, sodass die Autobahnen, jeder kennt das, der mit dem Auto da unterwegs ist, im Prinzip sowas sind wie fahrende Warenlager. Immer auf der rechten Spur belegt mit LKWs, die Waren umschlagen. Nach der anderen Seite hin hat man eine millionenfache arbeitnehmende Bevölkerung und die füllt mit ihren Vehikeln für ihren Bedarf die Autobahnen. Das Kapital mit seinen großen Gewerben, mit seinen Verwaltungszentralen, das macht sich in Ballungsräumen breit, sodass in diesen Ballungsräumen durch die starke Nachfrage nach Grundeigentum und Mietraum die Preise so in die Höhe gehen, dass ein Großteil der arbeitnehmenden Bevölkerung diesen Mietpreissteigerungen versucht auszuweichen, entweder in Vororte zieht oder gleich aufs Land, sodass täglich zum Warenumschlag des Kapitals auch noch Millionen von Pendlern hinzukommen, die die Autobahnen mit ihren PKWs bevölkern. Diese Art von Verkehr, die ist das Produkt kapitalistischer Kalkulationen mit dem Transport und das bezieht den Warenumschlag genauso ein wie den Individualverkehr. Dieses Produkt, das respektiert der Staat. Das will er so haben. Dafür macht er Verkehrspolitik und macht das Auto zum flächendeckenden Vehikel, indem er nämlich diesem Bedarf entsprechend den Autobahnausbau vorantreibt, auch noch den letzten ländlichen Winkel mit Straßen erschließt, sodass auf diese Weise der massenhafte Bedarf nach Autos, den die Marktwirtschaft stiftet, mit einer Erschließung des Raumes ergänzt wird durch die Politik, sodass auf diese Weise überhaupt erst die gewaltige Geschäftsgrundlage entsteht,
mit der eine Autoindustrie wirtschaftet. Erst dadurch können sie in Millionen Stückzahlen Autos an den Mann bringen, weil sie nicht nur gebraucht werden, sondern weil der Staat auch die Räume dafür erschließt. Und in diesem Maße, wie die Autoindustrie von dieser Geschäftsgrundlage Gebrauch macht, ist die aufgestiegen zu so etwas wie einer Schlüsselindustrie. Die heißt auch so, Schlüsselindustrie. Und gemeint ist damit, dass es nicht nur ein Kapital neben vielen anderen, die es auf so einem Standort gibt, sondern das ist ein so dominierendes, riesiges Kapital, dass Tausende von Zulieferern daran mitverdienen, Millionen von Arbeitsplätzen davon abhängen, damit aber auch die Füllung des Staatshaushalts maßgeblich von dieser Industrie und ihren Produkten bestückt wird. Das ist zunächst einmal die elementare Voraussetzung dafür, dass aus dem Autogeschäft sowas wie eine Schlüsselindustrie der Nation werden kann. Und mit dem Geschäft, das diese Leute jetzt machen, wächst der Umweltdreck. Und der Staat, der dem beiwohnt, weiß um die verschiedenen Gifte, die aus den Auspuffrohren kommen, CO2, Stickstoffdioxid, Feinstaub und anderes, sodass all diese Werte sorgfältig vermessen werden. Nichts davon ist unbekannt. Warum wird es sorgfältig vermessen? Warum ist der Staat so erpicht drauf, genau zu wissen, wie viel CO2 pro 100 Kilometer oder wie viel Stickoxid pro 100 von so einem Auto in die Umwelt entlassen wird? Weil es auf eine Abschätzung der Wirkungen des Umweltdrecks auf die Volksgesundheit ankommt. Da werden dann x Tonnen Feinstaub oder Stickoxid in eine Beziehung gesetzt zu y-tausend Atemwegserkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wird penibel genau erhoben, ein Beispiel nur vom Umweltbundesamt. Die durch Feinstaub in der Bevölkerung verursachten gesundheitlichen Folgen werden durch die Schätzung der Krankenlast ermittelt. Die Ergebnisse dienen unter anderem zur Bewertung der Effekte von Maßnahmen zur Verbesserung der Außenluft. Die Schätzungen kommen zum Ergebnis, dass im Zeitraum 2007 bis 2015 im Mittel jährlich 44.900 vorzeitige Todesfälle durch Feinstaub verursacht werden. Ein Beispiel dafür, wie liebevoll bis ins Detail die Relationen aufgesucht werden. Wie viel Umweltgift entspricht wie viel Krankenlast oder Beschädigung von Gesundheit? Dabei bleibt es nicht. Diese Relationen, die werden deswegen erhoben und gemessen, weil es dem Staat um Grenzwerte geht. Er definiert Grenzwerte. Wie viel von welchem Gift sollen erlaubt sein und wie viel an Krankenlast induziert durch dieses Gift hat man damit in Kauf genommen. Die Grenzwerte sind also nicht, wofür sie manchmal ausgegeben werden, die Vermeidung der Vergiftung, sondern die Grenzwerte sind die Dosierung der Vergiftung so, dass das Geschäft nachhaltig weitergehen kann, ohne zum unmittelbaren Ruin der arbeitenden Bevölkerung zu führen. Und es sind zwei konfligierende Ziele, die ständig gegeneinander abgewogen werden. Auf der einen Seite soll beispielsweise der CO2-Ausstoß wegen der Volksgesundheit gebremst werden. Auf der anderen Seite aber so, dass die Rendite der Unternehmen möglichst wenig leidet. Strengere Grenzwerte heißen immer auch zusätzliche Entwicklungskosten, also Gewinneinbußen. Und wenn der Staat sich zu Grenzwerten einmal durchgerungen hat, reflektiert er auch dann noch,
auf die Wirkungen aufs Wachstum und will die gröbsten Auswirkungen, wo nötig, durch kreative Auswege mindern. Zum Beispiel so: In Deutschland werden nicht einfach CO2-Grenzwerte festgelegt, sondern da werden für Autos Flottenverbräuche definiert. Das hat seinen Sinn darin, dass die großen, schweren Limousinen aus dem Premium-Segment, die besonders viel CO2 oder NOx ausstoßen, dass die im Geschäft bleiben sollen und der Grenzwert deswegen nur im Mittel einer gesamten Flotte der Automobilpalette eingehalten werden muss. Mit hinreichend vielen kleinen Schüsseln kann ein Unternehmen also kompensieren, dass die großen Schüsseln deutlich die Grenzwerte überschreiten. Sowas wird gemacht, und diese Grenzwertpolitik ist ein Beweis dafür, dass der Staat weder wegschaut, noch sich einfach eins macht mit der Autoindustrie. Der setzt Grenzwerte, weil er ein eigenes Interesse damit verfolgt. Und das ist nicht schön, sondern buchstabiert sich so. Der Staat will beides. Der will, dass das Wachstum des Autokapitals weitergeht und die Brauchbarerhaltung des dafür notwendigen Arbeitsvolkes halbwegs gewährleistet bleibt. Der will eine Beschränkung des Geschäfts, um es auf Dauer zu stellen. Und wenn das einmal in Schwierigkeiten gerät, ist ein Staat auch dazu aufgelegt, Grenzwerte wieder zu kippen. Dazu mal ein schönes Zitat von einem Menschen, der sich in der Frage hervorgetan hat, nämlich der Lindner von der FDP. Wer im Büro arbeitet, sagt der Lindner, der darf dauerhaft sehr viel mehr Stickoxid einatmen, als auf der Straße für einen kurzen Moment erlaubt ist. Das zeigt, dass solche Grenzwerte keine Religion und keine Wahrheit sind, sondern politische Entscheidungen. Deshalb muss jetzt eine Debatte darüber geführt werden, ob die Grenzwerte wirklich verhältnismäßig sind. Es gibt viele Hebel, die gezogen werden könnten, um Fahrverbote zu verhindern. Das sagt der FDP-Chef. Und es ist aufschlussreich. Wenn er darauf hinweist, der Mann, dass an vielen Arbeitsplätzen die CO2-Belastung deutlich höher ist als im Straßenverkehr, dann gibt er damit zunächst einmal zu, ein Grenzwert ist nicht der Wert, bis zu dem die Gesundheit unbeeinträchtigt bleibt. Sonst könnte es das nicht geben, dass an Arbeitsplätzen viel höhere CO2-Werte gemessen werden dürfen als im Verkehr. Da müssen ganz andere Kalkulationen mit Blick auf die betrieblichen Kosten im Spiel sein. Wenn das zweitens so ist, dann sind Grenzwerte auch nicht sowas wie eine wissenschaftliche Unbedenklichkeitsbescheinigung. Bis dahin ist mit der Gesundheit alles im grünen Bereich. So ist es nicht. Es ist eine politische Festsetzung, die den von mir genannten Inhalt hat. Den Verschleiß an Gesundheit so dosieren, dass das Geschäft nachhaltig weitergeht, ohne in den unmittelbaren Ruin der Bevölkerung umzuschlagen. Das alles spricht der Mann implizit aus, um zu sagen, wenn es denn schon so ist, dass die Grenzwerte dieser politischen Absicht entspringen, dann soll man sich auch nicht so zieren und die Grenzwerte gleich hochsetzen, bevor man dem Automobilgeschäft am Ende mit Fahrverboten kommt, um Grenzwerte einzuhalten, die man gerade so gut anders festlegen könnte. Der plädiert für ein Mehr an Verschleiß von Gesundheit, um die Gesundheit der Autoindustrie vor Fahrverboten zu schützen. Das ist die harte Logik staatlicher Grenzwerte. Und zu der braucht es nicht unbedingt die Rolle der Autolobby. Aber die gibt es auch noch. Und weil sich daran manche falschen Vorstellungen ranken, noch ein Wort zur Autolobby.
die gibt es und in der Regel finden sich bei diesen Automobilverbänden abgehalfterte Politiker, die da ihre zweite Karriere machen, Wissmann und solche Figuren. Und von denen ist der Ruf kein guter, im Großen und Ganzen kein guter. Und die Autolobby wird gern als Beweis dafür zitiert, dass Staat und Industrie letztlich identisch sind, unter einer Decke stecken, der Staat gesteuert sei von der Autolobby. Wenn es so wäre, dass der Staat einfach nach der Pfeife der Lobby tanzt, dann müssten die sich nicht die Mühe machen, solche Verbandsvertreter wie Wissmann dafür zu bezahlen, dass sie den Ministerien die Türen einrennen, um mit denen darüber zu streiten, wie man Grenzwerte festlegt. Wenn die Autolobby schon immer die Fäden ziehen würde, dann gäbe es keine Notwendigkeit dafür, dauernd auf den Staat einzuwirken. Das tun sie aber und der Staat hört sich auch an, was Lobbyisten zu sagen haben. Der will nämlich von den Brüdern erfahren, was ist technisch machbar, was für Kosten und womöglich Einbrüche bei der Gewinnrechnung sind zu erwarten, wenn man bestimmte Lösungen einschlägt und wo sind Korrekturen wegen der Krankenlast und wegen des Gemeinwohls unumgänglich. Da findet zwischen diesen beiden Abteilungen, da die Vertreter der Automobilindustrie, dort des Staates, ein Abgleich statt von Kapitalinteresse und dem Gemeinwohl und der Volksgesundheit. Und der Staat lässt sich in diesem Streit die Daten präsentieren und trifft letztendlich nach seinem Ermessen seine Entscheidung. Insofern ist eine Lobby nicht, wofür sie genommen wird, nämlich sowas wie ein antidemokratisches Element, das den Inhalt der Demokratie verbiegt. Die Lobby ist selbst ein Moment von Demokratie, ausdrücklich dafür vorgesehen, dass die Industrie dem Staat ihre Erwägungen und Interessen vorlegen darf und der Staat behält sich die letzte Entscheidung darüber vor. In diesem Ringen um die passenden Grenzwerte spielen auch die Tierversuche ihre Rolle, die kurzzeitig in Verruf geraten sind, weil die Zeitungen gemeldet haben, dass bestimmte Institutionen Affen vor Auspuffrohre gesetzt haben, auch Studenten. Und das hat zu einer vorübergehend jedenfalls moralischen Aufwallung geführt. Es war eine riesige Empörung da, wie man Affen mit CO2 bestrahlen kann. Und die Empörung über diese Tierversuche hat völlig in den Hintergrund treten lassen, dass ein Dauerexperiment im Millionenumfang an der lebenden Bevölkerung jeden Tag stattfindet. Die Empörung galt plötzlich den Affen, weil die offenbar den Ruf genießen, unschuldige Verkehrsteilnehmer zu sein. Unschuldige Objekte, die man vor diese Auspuffrohre setzt, um Messdaten zu erheben, während über den Menschen offenbar das Urteil heißt, an dem wird zwar auch im Straßenverkehr ein Dauerexperiment mit NOx und CO2 abgezogen, aber der darf sich immerhin zurechnen, nicht bloß Opfer, sondern auch Täter zu sein, weil immerhin er ja mit diesen Automobilen durch die Gegend fährt und die Umwelt verpestet. So als wäre ein Autofahrer wirklich das urhebende Subjekt von Verkehrspolitik und Abgaswerten, die die Industrie und die Politik ihnen vorservieren. Das halte ich für das Unangemessene an dieser kurzzeitig hochkochenden Empörung. Aber was die sachliche Seite angeht, warum gibt es das? Tierversuche. Dürfen die das? Ja, die dürfen das. Die sollen das sogar, diese Institutionen.
die sollen auch am Tierversuch messen, wie viel Schädigung am Organismus lassen sich nachweisen, wenn man eine Exposition von x-tausend Milligramm CO2 oder NOx oder Feinstaub auf einen lebenden Organismus loslässt. Das wollen sie deswegen genau ermittelt und gemessen haben, weil es um die Datenerhebung für die staatliche Grenzwertfestsetzung geht. Und weil die Industrie in diesem Kräftemessen gern selbst mit Daten behilflich ist, die für sie sprechen, wird es nicht nur von staatlichen Institutionen, sondern auch von privaten Einrichtungen der Autoindustrie betrieben, sodass am Ende der Staat sich entscheiden kann, welchen Werten er da den höheren Zuschlag beimisst. Ergebnis: Der Bedarf an sauberer Luft ist in diesem Land genau so viel wert, wie die Politik ihr im Verhältnis zum Wachstum einräumt. Das Ergebnis kann man im Internet, in den Tageszeitungen, bei Wikipedia nachlesen. 400.000 NOx-Tote pro Jahr sind die Regel. 70 Großstädte ersticken im Dreck und verstoßen seit 2010 gegen so ziemlich sämtliche EU-Grenzwerte. Das ist die Lage in diesem Land. Aber dabei hat die Sache ja nicht ihr Bewenden gefunden. Die deutsche Autoindustrie, eine Vorzeigeindustrie, ist weltweit im Geschäft. VW und ähnliche Konzerne produzieren von vornherein für den Weltmarkt. Wenn man mal die Gelegenheit hätte, eine Luftbildaufnahme zu betrachten, hätte die den Charakter des Absurden. Man sieht, dass von Europa Autoströme in die USA gehen. Umgekehrt, aus den USA kommen Autoströme entgegen nach Europa. Nicht, weil es auf einem der Standorte an Autos fehlen würde. Umgekehrt, es gibt viel mehr Autos auf diesem Standort, als sich hier verkaufen lassen. Und umgekehrt, in den USA werden viel mehr Autos produziert, als sich dort verkaufen lassen. Jeder Standort, der ein richtiges Autokapital beherbergt, produziert also deutlich mehr als für diesen eigenen Standort. Es wird produziert für den Weltmarkt, weil die Größe des Automobilkapitals von Haus aus deutlich mehr als den heimischen Markt beansprucht, um die gewaltigen Stückzahlen absetzen zu können, die es braucht, damit sich die riesigen Investitionen in die Anlagen lohnen. Dieses Wachstum, das führen die Automobilkonzerne dieser Welt gegeneinander. Und das führt dazu, dass die Weltmärkte dauerhaft überfüllt sind. Und dafür gibt es einen eigenen Begriff, der heißt Überkapazität. Es ist bekannt, dass am Automobilmarkt mehr Kapazitäten in Gestalt von Fabrikanlagen vorrätig sind, in Betrieb genommen sind, als dass alle ihre komplette Stückzahl mit dem von ihnen kalkulierten Gewinn absetzen könnten, weil sie mit einem Gegenüber zu tun haben, das genau dieselbe Kalkulation gegen die anderen verfolgt. Deswegen tobt am Automarkt ein erbitterter Konkurrenzkampf um die Frage, wer die Märkte okkupieren kann und wer einen anderen großen Unternehmer aus dem Rennen werfen kann. Und jetzt gibt es einen interessanten Rückbezug zum Thema des heutigen Abends. Es ist nämlich interessant zu sehen, wie dieser Konkurrenzkampf ausgetragen wird. Was sind die Waffen in diesem Konkurrenzkampf der großen Autokonzerne? Natürlich nach der einen Seite hin wie immer die Qualität,
des Produkts. Nach der anderen Seite der Preis des Produkts, der sich messen lassen muss an dem, was andere Hersteller anbieten. Drittens aber entpuppt sich als entscheidende Waffe die Umweltstandards, die Autos erfüllen oder nicht erfüllen. Die Umweltstandards selbst sind nicht mehr nur sowas wie eine Regelung des Umweltdrecks, den die Automobilindustrie mit ihren Gefährten auf die Straße bringt. Die werden ein Kampfinstrument im Konkurrenzkampf der großen Konzerne. In der EU ist die Sache so gedeichselt worden. Die Politik hat da auf strenge Regeln bei der beim CO2 gesetzt, auch mit Blick auf Klimaziele, und hat der Kosten wegen, die dadurch für die Industrie entstehen, sehr laxe NOx-Werte erlaubt. Auf dem EU-Markt ist es so, dass die CO2-Reduktion ernst genommen wird. Beim Stickoxid dagegen herrscht weitgehende Freiheit, damit die Kosten für die Unternehmen in Grenzen gehalten werden. Der Clean Diesel von VW, der ist darüber ein großer Marktrenner in der EU geworden, hat da einen 50%-Anteil erobert. Und mit dieser Vorgabe, CO2-Werte niedrig halten, NOx-Werte vergleichsweise locker, war eine Wirkung verbunden, die auch eine beabsichtigte war. Mit dieser Regelung ist es nämlich gelungen, die großen Spritfässer aus den USA vom europäischen Markt weitgehend fernzuhalten. Die großen Spritfresser aus den USA, die produzieren umgekehrt sehr hohe CO2-Ausstöße und haben bei den NOx-Werten viel engere Vorgaben zu erfüllen. So ist das. Umgekehrt in den USA. Bei denen herrscht ein Regime, wo hohe CO2-Werte erlaubt sind, damit die großen Luxuslimousinen der Amerikaner auf die Straße kommen. Die NOx-Werte werden streng gehandhabt, sodass Diesel-Pkw in den USA so gut wie gar nicht in Verkehr waren. Das wollte VW ändern. VW wollte in diesen Markt einbrechen. VW wollte den Clean Diesel in Amerika zu einem Renner machen und hat in Amerika anfangs seine Werbung mit einem deutschen Wort betrieben. Der Clean Diesel VW heißt in der amerikanischen Werbung einfach das Auto. Das galt als der Inbegriff eines Autos, das erfüllt, was in Amerika für unmöglich gehalten wird. Nämlich ganz strenge Vorgaben beim NOx einzuhalten und deswegen das neue Vorzeigeauto in den USA zu werden. Das hatte VW gar nicht im Kreuz, diese Vorgaben der USA wirklich einzuhalten, und hat deswegen vorgetäuscht mit seiner Betrugssoftware, die niedrigen Grenzwerte für Stickoxide einhalten zu können, freilich nur auf dem Prüfstand. Und sobald das Auto auf der Straße war, wurde die Abgasreinigung abgeschaltet. Also nur durch diesen Betrug konnte der Umweltstandard von VW als Instrument im Konkurrenzkampf wirksam werden. Derselbe Betrug wie hier daheim, mit einem einzigen Unterschied. Die USA haben VW das nicht durchgehen lassen. Es ist aufgeflogen in den USA und hat dort überhaupt nicht das Verständnis gefunden, dass es hierzulande gibt, sondern der US-Staat hat sich auf den Standpunkt gestellt, mit seinen Umweltstandards, hohe CO2-Werte, niedrige NOx-Werte, hält er unerwünschtes Autokapital, unerwünschte Konkurrenz von seinem Standort fern,
VW ist beim Betrug erwischt worden und wird deswegen hart bestraft, weil auf diese Weise der amerikanische Staat sein Autokapital gegen einen europäischen Eindringling verteidigt. Nur daheim, in Deutschland, da ist VW ganz anders behandelt worden. Aus dem Täter ist ein Opfer geworden und die Politik hat sich auf den Standpunkt gestellt, die politisch gedeckte Konzernstrategie, Wachstum in den USA zu erzeugen, indem man vortäuscht, Umweltstandards einzuhalten, die man gar nicht einhalten kann. Das haben sie herunterdekliniert zum Fehltritt von einigen kleinen Mitarbeitern bei VW, sodass der Konzern wie einer dasteht, dem durch Fehlverhalten Einzelner ein Ungemach angetan worden ist. Der Grund für diesen Umgang liegt einzig und allein darin, dass dieses Autokapital eine Schlüsselindustrie für diesen Standort repräsentiert, essentiell ist für das Wachstum wie auch für den Haushalt, sodass dieses Kapital nicht beschädigt werden darf. Und daraus folgt diese etwas paradox anmutende Situation, dass die Konzerne weitgehend von jeden materiellen Forderungen freigestellt werden, dass ein Software-Update statt materieller Nachrüstung angeboten wird und dass Kunden, Millionen Kunden, auf Automobilen sitzen bleiben, die im Wert deutlich verloren haben. Umgekehrt hält sich VW bei seiner Belegschaft mit Rationalisierungen dafür schadlos, dass sie in Amerika Strafzahlungen leisten müssen, gegen die auch der deutsche Staat machtlos ist. So, das wären schon meine wesentlichen Anmerkungen zum Dieselskandal. Den Rest müsst jetzt ihr besorgen. Es kommt ja vielmehr darauf an, dass die Autoindustrie vorwärtsgewandt agiert und für die Zukunft bessere Autos baut.
wird ständig der arme Handwerker im Mund geführt, der bei Fahrverboten nicht mehr zu seinem Auftraggeber kommt, als ob das nicht durch eine Hardware-Nachrüstung leicht behoben wäre, dass er wieder in die Umweltzonen der Städte fahren darf. Aber wenn die halt nicht sein sollen, dann wird halt so argumentiert, ja, den kann man doch nicht schädigen, also muss man doch diesen ganzen Dreck zulassen. Die all die anderen schädigt, die an Kreuzungen oder großen Straßen wohnen. Auf dieser Linie liegt ja auch dieses gestern ergangene Urteil aus Leipzig zum Fahrverbot. Es ist ja schon für sich ein Witz, dass so ein Umweltverein klagen muss, damit der Staat die Grenzwerte, die er selber beschlossen hat, überhaupt respektiert. Der Verstoß gegen die Grenzwerte, die EU-Vorgaben sind, der liegt jetzt seit 2010 vor. Also seit über 8 Jahren wird in 70 deutschen Städten der Umweltdreck gemessen und der liegt regelmäßig um ein Vielfaches höher als die Vorgaben, zu dessen Einhaltung sich der Staat per EU-Recht verpflichtet hat. Dass er in der Frage nicht aktiv wird oder durchgreift, ist auf der Linie des schonenden Umgangs mit einer wichtigen Schlüsselindustrie. Und das Urteil, das jetzt ergangen ist, ist ja auch nicht dasselbe wie ein Verhängen von Fahrverboten, sondern mit dem Gerichtsurteil wird den Kommunen die Freiheit anheimgestellt, auch Fahrverbote erlassen zu dürfen, um die Umweltverschmutzung zu senken. Die dürfen das jetzt. Interessant an der Festlegung ist, welche Instanzen eigentlich damit aus dem Schneider sind. Denn bei der Erwägung des Fahrverbots bleiben die Dreckschleudern, die Industrie geliefert hat, völlig unangetastet. An denen wird nicht nachgerüstet und für die wird auch keine Entschädigung gezahlt. Im Falle eines Fahrverbots ist der Pkw-Halter derjenige, der einerseits mit seiner Mobilität Verzicht tut, andererseits mit einer Teilenteignung zu tun hat. Denn das ist die unmittelbare Konsequenz, die man jetzt schon mitgeteilt bekommt. Dieselautos, die von diesen Fahrverboten künftig erwischt werden, die haben an Wert deutlich verloren. Also die Industrie ist von jeder Nachrüstungspflicht freigestellt. Die mit dem Fahrverbot einhergehende Entwertung trifft ganz den privaten Pkw-Halter. Die andere Seite, der Staat hat auch sich vollständig aus der finanziellen Verantwortung genommen. Es gab ja, auch das ist vielleicht eine ganz nette Anekdote am Rand, einen kurzzeitigen Vorstoß in 5 deutschen Städten, Essen gehörte dazu und noch ein paar andere, ein Pilotprojekt zu starten, nämlich einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr einzuführen. Die Städte, die da angesprochen waren, waren völlig perplex, weil mit ihnen gar nicht darüber geredet worden war. Es gab auch keine Vorstellung darüber, wie das eigentlich gemanagt werden sollte. Der Vorstoß war eindeutig darauf gerichtet, dass die Regierung damit eine fällige EU-Klage abwenden wollte, wegen der Überschreitung der Grenzwerte. Und das kann sie nur dadurch, dass sie vorzeigbare Maßnahmen präsentiert. Gut, jetzt wurde wegen des Fahrverbots ernsthaft darüber diskutiert, ob nicht das eine deutliche Minderung des Umweltdrecks in den Städten mit sich brächte.
kostenloser öffentlicher Personennahverkehr. Da würden vielleicht etliche Leute umsteigen auf Bus oder Bahn. Und dann haben die Verantwortlichen ihr Haupt gewogen, waren der Auffassung, ja, auf den ersten Blick ist das eine sehr attraktive Maßnahme. Und auf den zweiten Blick merkt man, wie unglaublich komplex diese Maßnahme ist, sodass die ganze Komplexität sich in einem einzigen Punkt zusammenfasst. Wenn der kostenlos wird, der öffentliche Nahverkehr, nehmen die kein Fahrgeld mehr ein. Und dafür will keiner zahlen. Die Behörden nicht, die Regierungsstellen nicht und die Kommunen und die Länder ebenso wenig. An einer puren Finanzfrage, an einer puren Geldfrage entscheidet sich also wieder einmal, wie viel Umweltdreck einer deutschen Lunge zuzumuten ist. Und jetzt könnte man ja auch meinen, wenn der Bevölkerung ständig vorgerechnet wird, wie viele vorzeitige Todesfälle im Jahr es gibt durch Stickoxide. Dazu kommen noch die ganzen durch Feinstaub, die noch viel, viel mehr sind und so weiter. Dass dann diese Bevölkerung mal grantig wird und sagt, so geht es nicht mehr weiter. Das passiert aber nicht, weil dieselbe Bevölkerung als jemand, der Geld verdienen muss, abhängig ist von den Arbeitsplätzen, die nicht zuletzt von dieser Schlüsselindustrie Auto und allem, was da dran hängt, bereitgestellt werden. Sodass man merkt, welche Schizophrenie einkehrt bei Menschen, die gezwungen sind, sich in so einer Industrie ihr Geld zu verdienen. Weil ihr Lebensunterhalt davon abhängt, akzeptieren sie ihre Vergiftung. Die Diskussion überhaupt auf der deutschen Kante stehen lassen. Denn diese Fahrzeuge sind nicht europäische Grenzwerte. Was ist das europäische Umland, das ja auch Autoindustrie ist? Nehmen wir mal Frankreich als Beispiel. Ist da das kollektive Empfinden derartig weniger entwickelt? Fühlen sich diese Menschen weniger bedroht? Sind diese Zahlen, die statistischen Zahlen in Paris, für vorzeitig Tote weniger relevant? War derjenige, der sich ein Fahrzeug im mittleren oder Oberklassensegment kauft, das vielleicht 60.000, 70.000 Euro kostet und diese Abgasreinigung nicht hat, obwohl das in Kostenrelation überhaupt keine Rolle spielt, war er nicht auch ein Element dieser ganzen Betrachtungsweise so, will ich nicht, weiß ich nicht, kenne ich nicht, wird schon stimmen? Da mit der Identifikation mit Staat und Bevölkerung in Deutschland, aber im ganzen europäischen Umland zu sehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den Sinn dieser Überlegung verstehe. Nach der einen Seite hin wird in Frankreich, was die Grenzwertpolitik bei Automobilen angeht, im Grundsatz überhaupt nicht anders gerechnet als in Deutschland. Man hat ja im Streit zwischen Merkel und vormals Hollande mitgekriegt, wenn die sich über europäische Grenzwerte für Automobile unterhalten, ja, dann war immer ein wichtiger Gesichtspunkt für Merkel, sich nicht auf CO2-Vorgaben festlegen zu lassen, die Peugeot bereits erfüllt, BMW aber noch nicht. Lieber umgekehrt. Sie hat sich darum bemüht, Vorgaben zu präsentieren, die die deutsche Industrie bereits erfüllt, ohne dass es die französische im selben Maße kann. Woran man merkt, auch in der europäischen Autoindustrie ist die Sache mit dem Umweltstandard etwas Doppelbödiges. Auf der einen Seite ist es ein Grenzwertregime, mit dem ein Staat die Beeinträchtigung der Gesundheit der Leute
eindämmt. Nicht vermeidet, aber eindämmt. Auf der anderen Seite sind dieselben Grenzwerte auch unter diesen europäischen Nationen Kampfinstrument. Möglichst die eigene Industrie soll sie erfüllen können, um der fremden Industrie den Markt abzugraben, die das noch nicht erfüllt. Was jetzt der Schlag in der Überlegung war, was sagt eigentlich der Käufer oder Kunde, der 70.000 oder 80.000 Euro für so ein Auto hinlegt? Worauf zielt diese Überlegung überhaupt? Dass er in der gleichen Vorgehensweise das nicht eingefordert hat. Das war jetzt nicht ein Autoverkäufer, der hergegangen ist, dieses Fahrzeug ist ja so sauber, das können wir hier im Verkaufsraum laufen lassen. Da wird hier keiner von den Mitarbeitern irgendwo ein Problem sehen. Im Gegenteil, der Grenzwert ist ja ein Zehnfaches niedriger als der Grenzwert für Büroräume. Also wir können das Fahrzeug ja ohne weiteres hier laufen lassen. Auf diese absurde Idee wäre niemals jemand gekommen, während gleichzeitig die werbliche Aussage, Grenzwert wird ja eingehalten, eigentlich genau dahin leiten hätte müssen. So, die Dinge können wir alle hier im Verkaufsraum laufen lassen, sind ja sauber. Also hat man sich hier nicht als Gesellschaft selber auch so ein bisschen, wenn der Staat das sagt, dass das alles so in Ordnung ist, ich bin der Erste, der es glauben möchte, weil ich möchte dieses Selbstdarstellungsprodukt meines beruflichen Erfolges ja auch zum Markt tragen können und habe es auch noch zertifiziert, dass es ja sauber ist. Aber den Beweis angetreten wollte keiner haben, wollte auch keiner wissen. Und wenn wir nochmal auf die USA zurückkommen, Sie haben das schön ausgeführt, da sollte man vielleicht von Kalifornien sprechen, wo nicht die Automobilindustrie ansässig ist in den USA, die ja bekannterweise eher in der Richtung Detroit unterwegs ist. Und Kalifornien hat diese Dinge eingeklagt und Kalifornien hat die Gerichtsverfahren geführt, nicht die USA. Und in Kalifornien ist etliches zu zahlen von VW, nicht in der Breite der USA. Und, da werden verschiedene Instrumente werden da miteinander, und das fand ich sehr schön herausgearbeitet, gegeneinander ausgeführt, aber immer im Kollektiven, in der kollektiven Duldung der Bevölkerung. Es ist ja nicht so, dass man das nicht, dass man jetzt das gebraucht hätte, die USA, um zu erkennen, es ist nicht so toll mit den Dingen. Es gab ja schon im Vorfeld genügend wissenschaftliche Ausarbeitungen, die wurden halt nur nicht kollektiv in der Breite und auch in der Medienlandschaft in der Dimension geführt. Erst durch die USA, die dann wirklich juristisch gegen VW aktiv wurden, in ihrem Land, ist ja der Stein massiv ins Rollen gekommen, aber die kleinen Steine, die vorher gerollt sind, die sind halt unterwegs rund geworden oder gar nicht erst zu einer Linie gekommen. Also da, die Entwicklung ist doch ein bisschen breiter aufgestellt oder täuschig. Erstmal ist doch diese Geschichte ein Hinweis darauf, was eigentlich ein Autokunde, ja, für eine ohnmächtige Figur ist. Ein Autokunde, der bekommt das fertige Produkt deutscher Ingenieurskunst geliefert und der bekommt Daten in seinem Datenblatt serviert. Die werden vom Kraftfahrtbundesamt und von den dafür zuständigen Behörden zertifiziert. So ein Auto braucht eine Straßenzulassung, also wird es über staatliche Behörden abgewickelt. Ja, ein normaler Autofahrer, der verfügt weder über das Know-how, noch verfügt er über die Messinstrumente, ernstlich zu prüfen, welche NOx- oder CO2-Werte sein Automobil erfüllt. Ja? So, da ist er halt dem ausgeliefert, was Unternehmerschaft und Politik auf die Straße stellen. Dass die bei der Produktion des Autos in Deutschland jetzt speziell diese Großzügigkeit walten lassen, auf der einen Seite Grenzwerte festlegen und auf der anderen Seite bei der Auslegung, wann die als eingehalten gelten dürfen, großzügig verfährt, das erklärt sich aus diesem Verhältnis, dass der Staat zum Wachstum grundsätzlich eingeht, dass er nämlich die Begrenzung der Werte durchaus der Volksgesundheit wegen im Blick hat,
aber umgekehrt die Beschränkung des Wachstums, die daraus hervorgeht, möglichst klein gehalten haben will. Und deswegen gibt es mit jeder Festlegung, die in so einem Kraftfahrtbundesamt beschlossen wird, immer auch die Übergänge zur Lockerung. Also wenn beispielsweise eine Abgasreinigung festgelegt wird, dann gibt es gleichzeitig sowas wie den Hinweis auf ein Thermofenster. Also ein Automobil, das durchaus über eine Abgasreinigung verfügt, wird überhaupt nicht dazu verdonnert, die permanent durchzuführen. Das Thermofenster sagt, unter 10 Grad muss überhaupt keine Abgasreinigung mehr stattfinden. Ja, warum? Es wäre doch dem Ausstoß sehr dienlich, wenn auch dann gereinigt würde. Warum wird es nicht gemacht? Ja, entweder, wenn man das tut, würde der Motor beschädigt, oder um das zu vermeiden, braucht man beheizte Katalysatoren. Das treibt die Kosten hoch. Also merkt man, diese Doppelbödigkeit, Grenzwerte und Vorgaben zu setzen und gleichzeitig bei der Auslegung, wann die als eingehalten gelten dürfen, großzügig zu verfahren, erklärt sich aus diesem Standpunkt, den ich charakterisiert habe. Beschränkung der Emissionen, der Volksgesundheit wegen, aber möglichst so, dass dem Wachstum der Autoindustrie kein Haar gekrümmt wird. Und das ist der Standpunkt, meine ich, den man anzugreifen hätte. Selbst in den USA, weil du Kalifornien erwähnt hast, ist die Sache nicht dadurch aufgeflogen, dass die kalifornischen Behörden VW das Handwerk legen wollten. Ganz umgekehrt. Es war ein kleines Institut, EPA heißt es, glaube ich. Die wollten in ihrer ganzen Begeisterung in ihren Testfahrten in Kalifornien beweisen, dass Clean Diesel möglich ist, sodass der amerikanische Markt, der Dieselautos so gut wie gar nicht kennt, sich glücklich schätzen darf, dass VW so ein Produkt anbietet. Die sind aus allen Wolken gefallen, als sie bei ihren Messergebnissen gemerkt haben, dass da um den Faktor 70 betrogen wird. Die Frage stellt sich aber dann schon, wenn man genau in dem Kontext weitergeht oder in dieser Logik weitergeht. Ja gut, ob diese Messung jetzt korrekt war oder nicht, da lässt sich natürlich plötzlich auch wieder Fragezeichen hintersetzen. Aber man hat ja dann querbeet gemessen. Man konnte eigentlich sehen, dass gerade zum Beispiel asiatische Hersteller wie bei uns importierten Fahrzeuge, die ebenfalls die EU-Grenzwerte einzuhalten haben, das massiv reißen. Also hätte man ja in dem Moment wunderbar sagen können, so VW, so geht es gar nicht, aber ihr anderen, ihr die quasi unser Businessmodell mit attackiert, ihr schon gleich gar nicht mehr. Das blieb aber aus. Es steht kein Kia, es steht kein Hyundai, kein asiatischer anderer in der Form auch anders, wie es jetzt der VW ist. Ne? Obwohl es von der Rechtslage, von der europäischen Thematik her durchaus angebracht wäre. Also man misst auch hier in dem Moment plötzlich mit zweierlei Maß. Gerade hat die große Volumen der VW, durchaus, aber er ist nicht am europäischen oder deutschen Markt mit 80% der Absätze unterwegs, sondern die anderen sind ewig. In Summe eine massive Auswirkung für die Gesundheit in der Bevölkerung zu werden. Werden aber nicht oder nur ganz wenig thematisiert, täusche ich mich? Nein, denke ich nicht. Also dem Ganzen muss man letztendlich Folgendes sagen. Was VW gemacht hat, das ist mehr oder minder, wenn man einfach unter Verbrechen, wenn einer komplett aus der Reihe steckt und nochmal eins drauf hat. Weil die letztendlich was benutzt haben, was die anderen nicht benutzt haben. Und zwar, die haben wirklich eine richtige Prüfstandserkennung
in ihrem Motorsteuergerät drin und schalten wirklich dann einen komplett anderen Modus. Was mit den anderen, so schlecht sie sind, und ich will sie da jetzt in keinster Weise irgendwie gut reden, die haben dieses Gesetz oder dieses Verbot, das allerdings, diese Prüfstandserkennung, dürfte jedes Fahrzeug bis 98 haben. Erst ab 98 wurde die verboten. Vorher hat das, war das in jedem Motorsteuergerät drin. Und dass man letztendlich entsprechend der Fahrzeughersteller gibt ja die Vorgaben, wie das Fahrzeug am Prüfstand zu fahren ist. Das weiß ich, weil ich war lange genug in der Automobilindustrie tätig. Und da kann man ja da entsprechend, so wie es der BMW macht, steht heute in der Süddeutschen übrigens ein netter Artikel drin, dass man halt entsprechend um dieses Band des ECE oder dieses NEFZ-Zyklus rundum modelliert man ein schönes Einspritzmodell, dass die Abgaswerte stimmen und somit haben wir die rechtliche Norm erfüllt. Und was dann letztendlich draußen ausgestoßen wird, das ist natürlich die Geschichte, da kommt man jetzt drauf, es ist ja nicht dem Fahrzeug anzulasten, weil wenn das Fahrzeug ja auf die Rolle kommt, wenn es entsprechend den gesetzlichen Vorgaben entspricht, erfüllt es ja die Gesetze. Es ist ja bloß so, dass wenn es dann draußen läuft, dass man letztendlich dieses Fahrzeug, wenn man es am Prüfstand fährt, draußen nicht fahren kann. Weil da würden wir jeder von jeder Pferdekutsche überholt werden. Und die Maßgabe, wo es ja jetzt wirklich dann eigentlich so richtig zum Kochen gekommen ist, war ja nicht, dass wir die Autos hingestellt haben, dass man gesagt hat, die stoßen nicht so viel aus, die sind ja letztendlich von hinten reingekommen, dass man erst schon mal analysiert hat, wieso haben wir so viel Stickoxide. Und dann ist man dann draufgekommen, hoppla, die Fahrzeuge, die stoßen ja alle zu viel aus, weil man das erste Mal dann wirklich so richtig im Fahrbetrieb dann mal getestet hat, also wirklich in dem reellen Fahrbetrieb, wie sie draußen bewegt werden. Weil eigentlich der Fahrzyklus, wie er mal definiert worden ist, im Rahmen der Vergleichbarkeit, wird er dann trotzdem wieder von den Herstellern entsprechend beeinflusst, dass man halt da im ja, in Bereichen von den Einspritzkennfeldern und von der ganzen, also das ist ein irrsinniges Softwarepaket ja auf den Steuergeräten drauf, dass man halt dann da die Grenzwerte entsprechend kriegt. Und dass die Lobbyarbeit der Automobilindustrie, da muss ich so ein kleines bisschen widersprechen, die hat sehr wohl einmal ganz massiv Einfluss genommen. Das war ist allerdings schon eine ganze Weile her. Eben aus meiner Zeit wusste ich den ersten Entwurf von Euro 5. Und der erste Entwurf von Euro 5 wäre eigentlich die jetzige Euro 6 gewesen. Da hat sich allerdings die Automobilindustrie, obwohl man wusste, dass man an den Schadstoffen was tun muss, dermaßen massiv eingemischt, dass auf europäischer Ebene gerade bei den Stickoxiden mit Euro 5 da fast nichts passiert ist. Also die sind um standhaftig an 15% oder 20% gegenüber Euro 4 sind reduziert worden. Also eigentlich lächerlich. Ursprünglich war einmal die Absicht der EU, jede Fortschreibung der Abgasvorschriften ist eine Halbierung der Schadstoffe. Du hast jetzt diese technischen Details in Erinnerung gerufen. Aber zu dem Punkt Autolobby, meine ich, hast du mich missverstanden. Mein Argument sollte nicht sein, die Autolobby versucht nicht Einfluss zu nehmen auf den Staat. Natürlich. Deswegen gibt es die. Deswegen werden diese Verbandsfunktionäre ja bezahlt. Nur die verkehrte Auffassung, die damit verknüpft wird, wenn das Stichwort Autolobby fällt, die liegt darin zu meinen, weil die versuchen Einfluss zu nehmen auf die Entscheidungen, seien sie auch der Herr dieser Entscheidung. Das ist nicht so. Der Staat lässt sich von der Autolobby alle möglichen Daten, auch alle möglichen Wünsche vorlegen und er trifft dann aus seinen Erwägungen heraus die Entscheidung, ob er dieses oder jenes Verfahren oder diesen oder jenen Grenzwert zum Gesetz macht oder nicht. Das ist nicht mehr das Werk der Autolobby. Da muss man sich auch beeinflussen lassen wollen als Minister. Und das meine ich, diese Art, wie der Staat da ein offenes Ohr zeigt, das kommt nicht daher, dass das begnadete Einflüsterer sind.
die Autolobbyisten, sondern das kommt aus dem Standpunkt, den der Staat selber vertritt, dass er sich gern von denen vorrechnen lässt, was es denn für Konsequenzen hätte, wenn man diese Abgasreinigung in Permanenz durchführen müsste, was es denn für den Konzern und seine Gewinnaussichten bedeuten würde, wenn man beheizte Katalysatoren verbauen muss, damit die Abgasreinigung besser funktioniert. Das will der Staat wissen, weil er ja auch das Wachstum dieser Industrie pfleglich behandelt haben will. Aber aufgrund der Daten, die dann die vorlegen, und man kann davon ausgehen, dass die immer nur Daten vorlegen, die zu ihren Gunsten sprechen, aufgrund der Daten, die sie dann vorlegen, ist die hoheitliche Entscheidung ganz die der Politik. Man merkt es ja auch, dass das Verhältnis so ist, wie du sagst, merkt man ja auch daran, dass die Lobbys der verschiedenen Kapitalbereiche in dem Land unterschiedlich einflussreich sind, je nachdem, wie wichtig sie sind, also ein wie großer Teil des Wirtschaftswachstums sie darstellen. Also in so einem kapitalistischen Land wie Gemeinwohl identisch mit dem Wachstum der Wirtschaft, von dem alles abhängt. Und bei Industrien, die einen größeren Anteil am gesamten Wirtschaftswachstum verkörpern, ist der Staat eben besonders daran interessiert, zu wissen, was deren Wachstum befördert und was deren Wachstum schädigt. Entsprechend hört er die Lobbys dieser Abteilungen an. Deswegen hört man immer was von Autolobby, von Pharmalobby. Die Gewerkschaft zum Beispiel, die viel, viel, viel mehr Mitglieder hat, also einen viel größeren Teil der Bevölkerung vertritt, hat aus genau demselben Grund viel weniger Einfluss. Also auch die Gummibärchenlobby hat keinen großen Einfluss, weil die kein großer Teil des Wirtschaftswachstums sind. Also wäre es abhängig davon, wie begnadet die Einflüsterer sind, könnte es diese Abstufung nicht geben. Außer kein Auto zu fahren. Wogegen ist das die Maßnahme, kein Auto fahren? Ja, wenn man kein Auto fährt, stößt man keine Abgase aus. Man selber, aber alle am Auto. Ich meine, an solchen Überlegungen, die dir jetzt spontan einfallen, merkt man, dass das irgendwie zu kurz gesprungen ist, wenn man sich fragt, was kann denn ich jetzt ganz persönlich tun? Gut, nehmen wir an, du stellst dich auf den Standpunkt, du fährst kein Auto und fährst stattdessen Fahrrad oder Bus, wie auch immer. Ja. Dass dir sofort einfällt, das bist ja dann nur du. Das rührt ja nicht daher, dass man über die restliche Menschheit das Urteil hat, die sind von bösem Willen. Die Entscheidung, ob ich jetzt ein Auto benutze oder nicht, die ist für die meisten Menschen gar nicht so einfach frei verfügbar. Die Millionen Pendler, von denen die Rede ist, die bewältigen auf diese Weise die Distanz zwischen Wohnort und Arbeitsplatz. Da ist der Freiheit, tue ich Verzicht aufs Autofahren oder nicht, schon eine ziemlich enge Grenze gesetzt. Zumal dann, wenn es den öffentlichen Personennahverkehr, der bis in die Vororte, bis in die ländlichen Regionen reicht, gar nicht gibt, weil der Staat dafür das Geld nicht locker macht. Insofern bist du mit einer Art und Weise, wie in dieser Gesellschaft Mobilität organisiert ist, konfrontiert. Die übersteigt weit, weit, was jeder Einzelne für sich vornehmen könnte, wie er sich im Verkehr bewegt, ob mit oder ohne Auto, mit Fahrrad oder per Bus.
Da bist du mit Notwendigkeiten konfrontiert, die dir durch den Wohnort, durch den Arbeitsplatz und dann durch eine Industrie, die die dafür passenden Automobile mit ihren Dreckwerten in die Welt setzt, denen du dich gar nicht entziehen kannst. Der erste Versuch oder das erste Angebot, das wir mit solchen Diskussionen wie heute Abend anbieten, ist, sich überhaupt mal ein Urteil darüber zu bilden, warum die Sache mit dem Verkehr und dem Umweltgift so ausschaut, wie sie ausschaut. Und die andere Frage, ob mit der Einsicht dann auch schon der Hebel parat läge, das alles zu verändern, das ist eine ganz andere Frage. Das ist natürlich nicht so. Mit der Einsicht in die Gründe, warum eine Automobilindustrie vom Staat gefördert wird und nach Kräften die Lungen der Einwohner vergiftet, die Einsicht in die Gründe dafür ist nicht dasselbe wie, man hat die Sache dadurch beseitigt. Das ist leider so. Du wolltest was sagen. Ja, und zwar, woran könnte es denn jetzt noch liegen, dass der Gesundheitsdiskurs irgendwie gar nicht so jetzt in dieser ganzen Dieselproblematik so im Vordergrund getreten ist? Weil beispielsweise, wenn man jetzt mal die Meldungen durchgeguckt hat, im Internet, bei den Zeitungen zum Beispiel, da stand dann immer viel über, ja, wer was zahlen muss oder ja, eben so diese ganzen Fakten, aber es war gar nicht so dieser, ja, was VW da so der Bevölkerung angetan hat, stand gar nicht so im Vordergrund. Oder wenn man, ich habe dann auch mal im Bekanntenkreis Leute gefragt zur Luftverschmutzung und viele sind gar nicht auf die Verbindung gekommen, dass das eben was mit den Dieselautos zu tun hat. Liegt es dann wieder nur an der starken Verbindung Automobilindustrie und Staat in Deutschland oder woran könnte das noch liegen? Es spricht erstmal dafür, wie hartgesotten ein Volk an diesem Standort ist, das davon ausgeht, diese Umweltverpestung, die ist Standard, die gehört zu unserem Leben dazu, damit hat man sich arrangiert. Aber doch auch dafür, das habe ich vorhin gemeint, dass den Leuten das Argument, wir dürfen unsere Autoindustrie nicht schädigen, weil daran so viele Arbeitsplätze hängen, dass das den Leuten einleuchtet, weil sie angewiesen sind auf einen Arbeitsplatz, weil sie anders nicht an das Geld kommen, das sie zum Leben brauchen. Sodass man, wenn dann in den Zeitungen steht, es kommt natürlich nicht in Frage, dass VW diese Hardware-Nachrüstung macht oder so. Dass es dann keinen Aufschrei der Empörung gibt. Und sagt, natürlich müssen die zahlen. Das liegt doch daran, dass dieselben Leute, die schon zur Kenntnis nehmen, dass ihre Gesundheit da beschädigt wird, gleichzeitig sich auch abhängig wissen vom Wohlergehen dieser Industrie und allem, was da dran hängt. Also das, denke ich, ist auch der Grund dafür, dass die Gesundheitsschädigung überhaupt nicht so ein Thema wird in Deutschland. Weil würde man sagen, Gesundheitsschädigung, das darf überhaupt nicht sein, dann würde das gegen den Gewinn der Autokonzerne ausschlagen. Also stehen diese beiden Sachen immer gegeneinander. Und da wissen doch alle, was wir an unserer Autoindustrie haben und dass man dann das mit der Gesundheit nicht so hochhängen darf. Auch die Leute, deren Gesundheit da beschädigt wird, weil eben sie auch abhängig sind von diesen
Scheißarbeitsplätzen, die diese Scheißprodukte herstellen, die sie dann hinterher vergiften. Und ich meine, dass eine Wirtschaft so organisiert ist, dass sie Produkte nicht herstellt nach Maßgabe dessen, dass man sich mit ihnen hinterher ein schönes, gesundes Leben machen kann, sondern nach Maßgabe dessen, dass man mit ihnen möglichst viel Geld verdient, deswegen an sowas wie Gesundheit, wenig Abgasausstoß auch ständig gespart werden muss. Sowas ist kein Naturgesetz. Das ist halt hier so. Das ist in Wirtschaften so, die sich kapitalistisch oder auch soziale Marktwirtschaft nennen. Und das wäre ja auch schon mal eine erste Einsicht, vielleicht auf dem Weg zu der Frage, was kann man tun, dass man sich klar macht. Man mag daran fürchterlich gewöhnt sein, man kennt es nicht anders. Aber eine Selbstverständlichkeit ist das überhaupt nicht. Vielleicht fast so, als wäre es so eine Art Stockholm-Syndrom. Man versucht sich mit dem Peininger doch irgendwo dem die guten Zeiten abzugewinnen. Wenn man sich jetzt einmal den Aktienmarkt anschaut, seit dem Skandal, damals die Aktie bei 100 Dollar pro Euro, vor kurzem war sie wieder bei 189, hat also kontinuierlich zugelegt. Monat für Monat ein bisschen runter, dann wieder die Gefahr weg mit den großen Strafzahlungen in den USA, dann doch überschaubar sind ja nur 23 Milliarden. Aber irgendwas sieht man schon, sondern die Aktionäre kommen ja auch irgendwoher. Das ist ja kein, ist ja ein gewisses Streubesitz auch, ne? Globaler Streubesitz bei VW. Muss ja irgendwie einen Grund haben, warum Leute oder warum Anleger oder Entscheidungsträger für Kapital sagen, ja, VW macht da einen guten Job, das klappt. VW klappt auch gut in der Kommunikation EU und deutscher Staat. Das ist, da kann man Vertrauen drauf. Da siehst du es ja richtig, was wollen die Leute, die Wert auf einen Aktienkurs legen und was wollen die Leute, die dort wohnen, wo Autos langfahren. Da hast du ja direkt den Gegensatz. Ich? Sind es nicht die gleichen Leute? Na, die einen wollen atmen, ohne sich dabei zu vergiften und die anderen, die wollen, dass die Aktie steigt. Aber wohnen die nicht auch in der Stadt? Das musst du die dann fragen. Also ich denke gerade mal, die besseren Immobilienlagen sind jetzt nicht für jemanden geeignet, der hier die Reifen an das Fahrzeug schraubt. Und gerade wenn man jetzt so den Innenstadtbereich von München, der ja stark betroffen ist, da sind doch durchaus viele finanzkräftige Leute, genauso wie in Frankfurt, die jeden Tag in diese Stadt einpendeln, 600.000 Leute in Frankfurt, die aber auch mit Entscheidungskraft in diesen Finanzströmen haben. Also eben nochmal Stockholm-Syndrom. Sagt man, mein Gott, ja, lebe hart und stirb schnell oder so. Wie kann das passieren, dass man auch dieses Vertrauen, da geht es ja auch um diese eigentliche Triebfeder des Geldes. Dieses Geld schon wieder anvertraut wird. Stockholm-Syndrom, das ist alles eine Bildersprache, die der Sache überhaupt nicht angemessen ist. Okay. Da identifiziert sich jemand mit seinem Peiniger beim Stockholm-Syndrom. VW als Konzern ist was Doppeltes für die Leute. Auf der einen Seite erleben die diesen Konzern im Moment als Täter, der mit seinen Automobilen und den Grenzwerten, die nicht eingehalten werden, ziemlich viele Leute, die diese Autos gekauft haben, schädigt. Das ist so. Auf der anderen Seite, derselbe Konzern ist ein Arbeitsplatzspender, von dem die arbeitende Bevölkerung und die Zulieferbetriebe abhängen, sodass aus demselben Grund dem VW-Konzern, den man wegen seiner Umweltgifte die rote Karte zeigt, moralisch gesprochen, gleichzeitig der Unternehmer ist, dem man die Daumen drückt, möglichst ungeschoren aus dieser Krise herauszukommen, weil davon
das Wachstum am Standort, die Zahl der Arbeitsplätze, am Ende auch, was aus dem Aktiengeschäft wird, abhängt. Das ist ja jetzt keine große Einsicht, dass Leute, die als Investoren bei VW den Aktienfall beigewohnt haben, eine Phase abgewartet haben, ob VW sich von den Strafzahlungen in den USA erholt, ob sie in Europa mit ähnlichen Zahlungen rechnen müssen oder nicht. Das ist nicht der Fall, das gilt jetzt als ausgestanden. Und VW hat mit seinem Automobilumsatz im letzten Jahr 2017 11,5 Milliarden plus gemacht. Naja, darauf spekulieren jetzt alle die, die VW-Aktien kaufen. Das Unternehmen geht aus diesem Desaster relativ gestärkt hervor, ist eine Wachstumsmaschine, die Toyota überholt hat. Also investiert man in die Papiere dieses Unternehmens. Geld wird damit verdient. Das ist ein positives Interesse an dem Konzern, von wegen Stockholm-Syndrom. Man setzt auf den Konzern als Plusbringer.